und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und heute habe ich mal den ersten Teil von einem Gedankengang-Reihe, die ich gerade zur Zeit so habe. So, ja, das ist jetzt gut. Ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen über das Thema Fair Trade. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht und bin bei mir so dazu gekommen, dass ich wirklich die letzten Wochen und Monate mit meiner Mutter jede Woche eine Diskussion geführt habe, nach dem Motto, was kriegt der Hasen zu fressen, was kriegt er nicht zu fressen, wie viel kriegt er davon und überhaupt und sowieso. Und ich habe mich da informiert und ich habe Futter verglichen und dann allerdings wiederum habe ich gerade die letzten 3-4 Wochen die ganze Zeit Lust auf österreichische Ketten, Igloo, Spinatlasagne oder Spinat-Cannelloni, weil ich gelesen habe, dass da kein Fleisch drin ist. Aber sonst habe ich mich eigentlich nicht so wirklich dafür interessiert, was drin ist. Weil es ist heutzutage richtig schwierig herauszufinden, was im Essen überhaupt drin ist, weil alles hat irgendwie eine Kennziffer und einen Geheimcode. Und ich habe hier Leo gerade neben mir, entschuldigt, falls ihr irgendwelche Geräusche hört. Und sowas wie E155, irgendwas. Oder Glukosesirup, wo man auch erstmal wissen muss, dass es Zucker ist. Oder sonstige Sachen. Oder auch sowas wie zum Beispiel den Unterschied zwischen freilaufenden Hühnereiern und nicht freilaufenden Hühnereiern. Oh mein Gott, entschuldigt. Oh Gott, das ist so unangenehm. Ja. Und das sind solche Sachen, die man wissen sollte, wo man sich auch informieren sollte. Aber das ist richtig schwierig, weil dann muss man sich so viele Kennziffern merken und Leo, ich werde sehr verbunden, wenn du leider nicht runterfliegst. Und da muss man sich so viele Kennziffern merken und Endungen und Anfangsbuchstaben und überhaupt. Und da muss man noch den Unterschied zwischen, muss man für sich überhaupt mal wissen, was der Unterschied ist zwischen einem freilaufenden Hühnerei und einem nicht freilaufenden Hühnerei. Und du kannst einfach durchlaufen. Das war nicht an dich gerichtet, Leo. Latsch einfach durch. Ihr seht jetzt mein Knie-Joe. Damit Mama genug Platz hat. Und Leo hinter auch. Der latscht immer meine Mutter hinterher wie so ein kleiner Stalker. Ja. Und das muss man erstmal überhaupt wissen. Was ist der Unterschied zwischen einem nicht freilaufenden Hühnerei und einem freilaufenden Hühnerei? Dann habe ich zum Beispiel, also bei uns in der Nähe gibt es zwei Hühnerbauern und dem einen, da kaufen wir schon seitdem ich denken kann, ein und der andere ist eher so ein Hühnerhof. Und da gibt es dann zum Beispiel solche Sachen wie, die haben freilaufende und nicht freilaufende Hühner. Und da frage ich mich dann, was ist da der Unterschied und warum hat ein Bauer dieselben zweierlei Hühnereierarten? Ja, und dann gibt es ja auch noch den Unterschied beim Spinat. Isst man jetzt den Spinat frisch und kocht ihn? Oder nimmt man sich zum Beispiel einen tiefgefrorenen Spinat, wobei der dann wiederum oft gesagt wird, hat mehr Vitamine. Und das ist dann immer solche, sind dann solche Fragen, die man sich dann irgendwie stellen soll, muss. Was machst du denn? Naja, darf, muss, ja, darf, kann. Ja, und ich frage mich dann immer für mich, also zum Beispiel, also meine Mutter ist total der Überzeugung, dass wenn man Essen in die Mikrowelle tut, dass es das Essen in die entgegengesetzte der Natur Drehung dreht und dass es dann überhaupt nicht mehr gesund ist. Oder auch, dass ein Induktionsherd diese Eigenschaften hat. Jetzt habe ich eine Küchenmaschine, in der unten drin auch eine Induktionsplatte ist. Und jetzt ist die Frage, was ich damals halt nicht beachtet habe, weil man lernt ja auch jedes, man lernt immer dazu und man lernt immer mehr, was einem schaden kann oder was auch, aber das, was man auch lernt, was einem schaden kann, muss einem nicht immer schaden. Man muss dann auch manchmal unterscheiden und für sich rausfinden, was einem schadet und was einem nicht schadet. Also ich für meinen Teil, ich weiß, dass ich einmal eine Suppe aus der Mikrowelle gegessen habe und ich hatte dann an dem Tag so einen Schädel. Also so Kopfschmerzen habe ich noch nie in meinem Leben davor gehabt.
Deswegen, wir knabbern keine Kabel an, die schaden uns, nämlich Leo. Was ich natürlich, das Ding ist, ich weiß, also mein erster Hase war Ronja, hieß Ronja. An dieser Stelle heiern die Freundin, die Namensvetterin ist. Und die war auch schwarz, lustigerweise, also nicht die Freundin der Hase. Ja, so entstehen solche Geschichten. Ja, und der habe ich damals zum Beispiel Vitakraft gegeben, weil damals überall geheißen hat, das sei ein gutes Futter. Dann irgendwann, okay, ich gebe es jetzt echt nicht gern zu, aber ich habe immerhin 3 Hasen mit Vitakraft gefüttert. An alle, die das Schande über mich, Asche über mein Haupt, ich schäme mich sowieso. Aber die haben es eh nie so viel gefressen. Das war, die haben es instinktiv nicht so gern gemocht. Ja, und dann habe ich damals meine Issy bekommen. Nee, es war beim Schnuffel. Nee, es war bei Chip. Mein Hase Chip, der ist dann gestorben und dann haben wir gefragt, ja, woran das lag. Und dann hat uns der Tierarzt erklärt, das kann an Luzerne und Getreide liegen. Das kann bei Hasen zu Blasensteine führen. Da ist er gestorben. Also haben wir dann beim nächsten Hasen, nämlich im Schnuffel, schon Futter gesucht, das nicht drin hatte. Dann haben wir welches erst vom Tierarzt genommen, dann haben wir welches vom Fressnapf. Oh Gott. Doch, dieser Häschen macht mich fertig. Dann haben wir erstmal welches vom Fressnapf genommen und dann kam Issy zu uns und der Verkäufer von Issy, man muss es an dieser Stelle mal sagen, war ein Verkaufsgenie. Er hat uns dann Bunny empfohlen. Und das ist. Entschuldigt mich, Sekunde. Entschuldigt, mein Hase hat gerade einen Schuh gestalkt. Den, wartet mal. So, jetzt seht ihr gleich nochmal Schenkel. Diesen hier. Das ist Issys Lieblingsspielschuh gewesen. Und inzwischen findet den Leo auch ganz spannend. Und ja, jetzt sucht er den immer und dabei fliegt er mir mal halb von der Anrichte. Ja. Und dann habe ich, wie ich schon gesagt habe, hat der Verkäufer uns empfohlen, dass wir Issy Bunnyfutter geben sollen. Allerdings hatte Issy eine Getreideallergie und hat das Bunnyfutter dann auch irgendwann nicht mehr vertragen. Die war einfach überzüchtet, hoch 10. Und der habe ich dann wieder unwissentlich die letzten 3 Jahre ihres Lebens Vitakraftfutter gegeben, weil es das bei uns im Supermarkt gegeben hat. Und ich dachte, oh, wie toll und überhaupt und ja. Im Nachhinein habe ich mir dann auch selbst die größten Vorwürfe deswegen gemacht. Ja, aber dann habe ich mich natürlich, als ich dann ungefähr 3., 4. Hase hatte, habe ich mich dann tatsächlich mal so angefangen zu informieren, über was in Hasenfutter drin ist. Und ich war schockiert, als ich gelesen habe, dass er unter anderem auch in vielen Hasenfuttersorten Vitakraft Zucker drin ist. Und dass es ja eigentlich den Hasen sehr schadet. Und so schließen wir jetzt endlich den Kreis, nämlich, dass ich dann wiederum bei meinem Hasen drauf achte, was drin ist. Und ich hingegen, ich esse dann für mich irgendwelche Lasagne, wo wahrscheinlich dann solche Gramm Zucker drin sind. Oh Mama. Ja, und ich esse dann wieder irgendwelche Lasagne oder irgendwelche Tomatensoßen oder Fertiggerichte, wo ich mir dann nicht überlege, was ist drin und wie viel Zucker ist und überhaupt wie viel Fett. Und selbst wenn ich es mal durchlese, denke ich mir immer, oh, naja. Also, das war eigentlich alles, was ich heute dazu sagen wollte. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr das auch irgendwo erkennt, dass ihr zum Beispiel bei eurem Tier total darauf achtet, was die essen oder bei Freunden und Bekannten oder Verwandten. Aber selbst dann euch mehr oder weniger die Industrieabfälle reinzieht. ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich werde jetzt meinen Hasen zu Bett bringen, weil der ist total fertig. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns Freitag wieder. Bis dann. Ciao.